Hey, wohin sind Sie hin? Hinter uns! Noch ein Hinterhalt! Dieses Mal kommen Sie nicht davon! Werden Sie uns schnappen, denn wir sind... Zing! Die kaiserlichen Sondertruppen! Ja, das sind wir. Gebt auf, ihr seid umzingelt. Nun, wenn man es genau nimmt, umzingeln wir sie nicht wirklich. Wenn sie wollten, könnten sie einfach nach rechts ausbüchsen. Bringt sie nicht auf dumme Gedanken. Ruhe! Das Protokoll verlangt, dass wir bei einer Verhaftung die Gauner davon in Kenntnis setzen müssen, dass sie umzingelt sind. Wie ich bereits sagte... Gebt auf, ihr seid umzingelt! Irre ich mich oder haben sie sich etwa gerade bewegt? Sieht fast so aus, aber sicher bin ich nicht. Aber Boss, habt ihr nicht gesagt, alle Mann sollen Halt machen? Boss, sie sind weg! Wie ist das möglich? Und wer ist das? Wir haben sie kaum aus den Augen gelassen. Los, ihnen nach! Sie haben eine wichtige Mission. Ich kann nicht zulassen, dass ihr sie aufhaltet. Oh oh. Klamm! Sie hat sich für uns geopfert. Das war sehr tapfer von ihr. Halten wir jetzt diesen Kerl auf. Auf zu Professor Giros Labor. Ich wollte schon immer wissen, ob es einen Weg hinein gibt. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Nicht Plum, nein, nein. Oh Gott. Ja, Plum ist leider so ein bisschen kaputt. Können wir das Ding hier eigentlich... Nee, können wir nicht. Okay. Ja, wir können hier leider nichts mehr tun, denn wir können die Felsen nicht zerstören. Deswegen hauen wir ab. Die Kiste, die wir da oben noch gesehen haben, müssen wir ein anderes Mal... erreichen, denn wir bekommen nochmal die Möglichkeit, da durchzugehen und schauen wir mal. Sagen denn jetzt die Dämonen, mit etwas Glück falle ich bald... Ja, ja, okay. Die sagen dann nichts anderes. Wollte nicht einer von denen tatsächlich Karten spielen? Hatte ich das nicht richtig im Kopf? Vielleicht auch nicht. Nee. Scheinbar wollen die alle arbeiten. Nur der tote, fast tote Soldat möchte mit uns Karten spielen. Na schön. Ja, wir wollen zu Professor Giros Labor, was tatsächlich gar nicht so weit entfernt ist. Ich muss es nur finden. Aber ich glaube, ich weiß noch, wo es ist. So, dafür wollen wir hier über die Weltkarte laufen, die wir lange schon nicht mehr besucht haben, denn wir waren Ewigkeiten in der Mine unterwegs. Nur, naja. Na, gucken wir mal hier unten lang. Labor. Genau da wollen wir hin. So, und beim Labor gibt es wenig zu entdecken am Anfang tatsächlich. Nur ein paar Büsche, ein bisschen Geld, was in Büschen ist, denn wir sind immer noch im RPG unterwegs. Und hier oben, wenn wir uns hier rechts so ein bisschen durch die Bäume schlagen, finden wir eine Kiste mit... Tada! Roter Pampe. Das heißt, wir haben jetzt auch die Pampe zurück, die wir verbraucht haben. Dummerweise. Und kommen zu einer Tür. Es besteht kein Zweifel. Das ist definitiv die Tür zu Professor Giros Labor. Sie wird in einigen authentischen Dokumenten der Zeit des Kaiserreichs genau beschrieben. Trotz zahlreicher Versuche ist es bislang niemandem gelungen, sie zu öffnen. Nun ja, gehen wir wieder. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, welche Geheimnisse dieses berühmte Labor wohl bergen mag. Bürgen. Hey, ich habe eine Idee. Wir könnten einfach hier graben. Warum eine stark abgesicherte Tür durchbrechen, wenn es eine Abkürzung gibt? Wenn das so einfach wäre... Es wurden schon einige Tunnel gegraben, aber sie alle stießen auf ein unglaublich starkes schwarzes Metall. Sieht so aus, als wäre die Tür der einzige Weg hinein. Genau.
Und ich dachte, niemand sonst schert sich um Professor Giro. Ich habe euch unterschätzt. Ihr seid bestens informiert, Mensch. Und ihr scheint selbst einiges zu wissen. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Ich bin euer schlimmster Albtraum. Nein, nicht der! Nein, da kann ich euch leider nicht zustimmen. Beim schlimmsten Albtraum wache ich eines Morgens in einem rosa Kleid auf, umgeben von Pilzen, die mich für ihre Prinzessin halten. Igitt, warum müssen es auch immer Pilze sein? Ey, Fina! Das ist aber nicht nett. Das kann nicht sein. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart mit meinem Vater zusammen vor 50 Jahren an jenem Tag, an dem das Kaiserreich uns angriff. Ihr seid der Grund, dass man uns gefunden hat. Mein Vater hat euch vertraut und ihr habt ihn verraten. Ihr seid der Grund dafür, dass sie alle sterben mussten. Euer Vater? Ihr meint Menos? Wollt ihr damit sagen, dass ihr sein Sohn seid? Reno? Ihr wart es also tatsächlich. Aber wie kommt es, dass ihr in 50 Jahren nicht gealtert seid? Zweifelsohne steckt die Magie eurer Zauberer dahinter. Und jetzt werde ich endlich den Tod meines Vaters rächen. Nein, da irrt ihr euch. Ihr werdet nichts rächen. Euer Vater Menos, er lebt. Ihr lügt. Ihr seid mit ihm an jedem Tag verschwunden. Es ist wahr. Als der Großmagus angriff, wurden wir an einen anderen Ort fern von hier gebracht. Das ergibt bestimmt Sinn, sehr fern sogar. Wir haben bis jetzt gebraucht, um wieder zurückzukommen. Und wo ist er dann? Mein Vater, wo ist er? Bei uns ist er leider nicht. Er ist noch dort. Aber wir retten ihn bald, ganz bestimmt. Ja, ja, hoffe ich zumindest. Habe ich das laut gesagt? Wenn ich euch nur glauben könnte, aber das kann ich leider nicht. Ja, wir müssen alle sterben. Dann hätte ich nicht tun müssen, was ich getan habe. Oh, was habe ich nur angerichtet? Es ist doch nicht zu spät. Glaub ich, ihr könnt noch immer aufhören. Was habt ihr denn gemacht? Aber es ist zu spät. Ach, sehr gut. Cherry. Plum. Wie soll ich euch rächen, wenn ich meine Mission jetzt einfach aufgebe? Am besten gar nicht. Fina sagt die Wahrheit. Euer Vater Menos lebt. Dessen bin ich mir sicher. Wenn ich euch doch bloß glauben könnte. Aber einem Menschen werde ich niemals trauen. Ja, ja. Ich will mich nicht weiter mit euch abgeben. Deshalb gehe ich jetzt. Dupdidu. Oder auch nicht. Bleib hier stehen. Haha. Verarscht. Ich werde meinen Vater rächen. Oh. Und unser nächster Bosskampf steht bevor. Und der Bosskampf sieht folgendermaßen aus. Oh Gott, ich habe vergessen, wie es abläuft. Wir haben hier das gute alte Zelda-Schema. Uns umkreist so ein Blubbelzeug. Wir müssen erstmal ausweichen. Und er taucht irgendwo auf. Und wir müssen ihn dann eigentlich treffen. Allerdings habe ich es gerade ein bisschen versaut. Ja, und immer wenn er das macht, müssen wir versuchen, innerhalb dieser Kreise zu bleiben. Anschließend taucht er wieder auf und macht irgendwas. Also entweder schleudert den Ball oder er lacht. Blöd. Und dann geht er schon in seine zweite Phase, wo er zum Super Saiyajin wird. Kamehameha und so. Ja, das kann ein bisschen gemein werden. Im Endeffekt kann man ihn recht leicht verarschen, indem man einfach immer ausweicht, also immer läuft. Dummerweise erwischt man ihn dann nie. Wir müssen den Ball auch wieder einfach zurückschlagen, wenn er ihn dann auf uns wirft. Zack, so. Damit treffen wir ihn. Oder wir können ihn auch direkt mit dem Schwert schlagen.
falls er den Angriff macht, ja. Eigentlich dachte ich, man kann ihn ganz gut ausweichen, indem man einfach rumläuft. Das war anscheinend nicht der Fall. Oh, das wollte ich so nicht machen. Danke. Oh Gott. Okay, das hat funktioniert. Au. Oh nein. Ich habe wieder so ein dumpfes Gefühl, dass das hier ganz, ganz schlecht ausgeht. Au. Okay, das geht doch nicht schlecht aus. Haha. Der Kampf ist gut gelaufen. Oh, wie ich die Menschen verachte. Ihr solltet nicht stark wie wir Dämonen sein. Eure Körper sind schwächer. Euch fehlt es an physischer Stärke. Eure Leben sind kürzer als die unseren. Warum also? Warum müsst ihr wieder und wieder gewinnen? Vor 50 Jahren habe ich alles verloren. Meine Familie, meine Freunde, meinen Vater. Endlich hat der Albtraum ein Ende. Jetzt werde ich endlich wieder mit ihnen vereint sein. Aber freut euch nicht allzu früh. Hoho! Als habe ich gar nicht gesagt, aber egal. Es werden andere an meiner Stadt kommen. Eines Tages wird die im Labor weggeschlossene Waffe zum Einsatz kommen und eure ganze Welt zerstören. Das wird der Tag sein, an dem wir Vergeltung üben. Wir werden dafür sorgen, dass dieser Tag nie eintrifft. Das wird sich zeigen. Kuro, wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich den Lauf der Geschichte geändert. Die große Katastrophe wird nicht passieren. Die Zukunft ist gerettet. Ich wünschte, nur Menos könnte das miterleben. Wir haben gerade seine Söhne umgebracht. Hätte er das nur miterlebt. Vielleicht hätte er Reno davon überzeugen können, dass wir nicht seine Feinde sind. Oder so. Oder das Tor leuchtet. Schaut mal da. Die von Reno entfesselte Energie hat die Tür zum Labor aktiviert. Oh nein! Jetzt hat jeder Zugriff auf die Waffe. Und nicht, wenn wir zuerst an sie herankommen. Dann könnten wir sie zerstören. Jetzt, wo wir schon mal dabei sind, könnten wir auch die verborgenen Geheimnisse ausgraben. Was meint ihr, Kuro? Gehen wir rein? Nö. Da habt ihr wohl recht. Aber wie sollen wir sie aufhalten? Nach gewissen Schriftrollen aus der Zeit des Kaiserreichs zu urteilen, hatte Professor Giro die Technologie der Magie wiederentdeckt. Das ist eine einmalige Chance, mehr über sie herauszufinden. Als Wissenschaftlerin kann ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ja. Wir gehen also trotzdem rein, egal was ihr sagt. Was immer ihr entscheidet, Kuro. Ich werde euch folgen. Aber ich mache mir Sorgen um Menos. Gucken wir doch mal. Natürlich gehen wir rein. Ist doch selbstverständlich. Schauen wir doch mal. Auf geht's. Betreten wir das Labor. Und ich würde sagen, unglaublich. Solche Relikte habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Sieht so aus, als sei diese Ort seit einer Ewigkeit verlassen. Ich vermute, seit Professor Giros Verschwinden hat sich niemand mehr hier verirrt. Die Tür war ja auch zu. Das war vor 50 Jahren. Vielleicht stolpern wir irgendwo über seine Gebeine. Ich wünschte, es wären deine. Was? Gebeine? Aber ja doch, wenn wir Glück haben. Schließlich ist der Professor aller Wahrscheinlichkeit nach ihr gestorben. Die Tür war ja zu. Ich frage mich, wozu das hier gut ist. Ich drück mal drauf. Ein Gespenst. Das sieht mir nicht nach einem Gespenst aus. Eher nach einer aufgezeichneten Nachricht, sieht man doch. Warum hören wir sie uns nicht einfach an? 15. Februar 947. Soeben bin ich in dieser Zeit angekommen. Ich habe das Signal des defekten Modells nachverfolgt, das mich hierher geführt hat. Es gelang mir, sie loszuwerden, ihn und die Frau. Ich werde hierbleiben und darauf warten, dass Subject X erscheint. Ende der Aufzeichnung. Das ist ohne jeden Zweifel Professor Giro. Er hat sich nie ohne diese Maske blicken lassen. Es muss bedeuten, dass auch er durch die Zeit reisen konnte.
Lasst uns die Waffe suchen und sie zerstören. Yippie! Dieser Ort. Ich habe ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Wirklich verblüffend. Ich sollte mir Notizen machen. Hier habe ich meinen Notizzettel. Seht ihr? Zack! Ja, und wir sind jetzt im Labor angekommen. Das Labor ist relativ groß. Was geht da vor? Ein harter Alarm, glaube ich. Womöglich sind wir hier nicht willkommen. Ja, und wir sollten nicht auf diese Felder hier treten. Diese Typen sehen ganz besonders fies aus. Fieslinge! Ich glaube, wir sollten uns zusammentun und ihnen als Gruppe begegnen. Sehe ich auch so. Kuro entscheidet die Strategie. Wir übernehmen den Rest. Gefunden! Aktivzeitkampfmodus. Ja, wir haben jetzt eine Actionbar. Wir können Kombos ausführen, gemeinsam mit anderen. Wir können auch einfach angreifen. Und die Gegner greifen leider auch andauernd an. Deswegen muss man hier so ein bisschen aufpassen. Wir haben Magie, die wir benutzen können. Das sollten wir später tatsächlich auch tun. Ich weiß nicht mehr genau, was Stürmen ist. Aber ich glaube, es wird unterbrochen, falls sie angegriffen wird zwischendurch. Allerdings kann Fina heilen, was sehr interessant ist. Und das Ganze gleicht so ziemlich einem Final Fantasy Kampfsystem. Ne? Kennt man ja, glaube ich. Ja, und wir haben jetzt diesen Eiszauber hier. Das ist der Stürmenangriff, der echt nett ist, weil wir dadurch können wir die Gegner so ein bisschen verlangsamen. Und Fina ist dran. Und ich würde sagen, wir heilen einfach mal Velvet, denn ja. Okay, es heilt 70, das ist schön zu wissen. Und damit hätten wir den Kampf auch schon besiegt. Ja, ihr habt 15 XP, 8 Gold gefunden. Ich glaube, diese Metallkreaturen haben unsere Anwesenheit bemerkt, als wir auf das Gitter getreten sind. Passt auf, wo ihr lauft. Ja, wir sollten die Gitter möglichst meiden. Allerdings ist das leider nicht immer möglich, so wie man hier sieht. Aber wir können hier unscharfe Bilder eines sonderbaren, herumdüsenden Viechs. Eine Art blauen Igels. Seltsam. Ich überlege gerade, wie das hier möglich war. Konnte man das Ding hier irgendwie vereisen oder so? Nee. Ich glaube, es gab hier irgendwo Pulte, mit denen man tatsächlich das ausschalten konnte, die Gitter. Ich bin mir aber gerade nicht mehr so ganz sicher, wie es war. Ah, sind komplexe mathematische Formeln zu erkennen, ein Symbol taucht immer wieder auf, Unendlichkeit. Ah, Prophezeiung, Wasser wird alles überfluten, der Ursprung der Zeit. Ein Diagramm eines Magelliten, das nahelegt, dass etwas darin verborgen ist. So, so. Ja, und irgendwie können wir hiermit noch nichts anfangen, mit dem Ding. Ja, wir gehen nochmal auf das Gitter. Ah, okay, wenn wir nochmal drauf treten, passiert nichts, das ist schön. Hier unten haben wir erneut ein Gitter. Es ist natürlich nicht sinnvoll, alle Gitter zu überspringen, denn dadurch können wir auch Erfahrungen sammeln und das sollten wir durchaus tun. Es funktioniert nicht. Ja, und deswegen zwischendurch mal das mitzunehmen ist nicht verkehrt. Wir können die Dinger hier kaputt machen, das ist wie Vasen, und bekommen als erstes hier unten ein Orikon-Erz. Damit haben wir genügend, um eine neue Sache anfertigen zu können, was wir demnächst dann auch hoffentlich tun werden können. Ja, das Gitter hier wird ziemlich groß sein. An diesem Gitter kommen wir auf keinen Fall vorbei. Macht euch auf einen harten Kampf gefasst. Ja. Aus irgendeinem Grund funktioniert das hier nicht. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwann was mitmachen können. Vielleicht Energie aktivieren oder so, man weiß es nicht. Aber ich würde sagen, die Folge war schon recht lang. Deswegen verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Evoland 2. Bis dahin, ciao.